Willkommen bei Still Alive Part 3. Mein Name ist Markus Weninger. Dass Krebs eine ganzheitliche Erkrankung ist, wissen inzwischen sogar schon die Schulmediziner. Das heißt, der Grund, warum du Krebs bekommst, kann bei dir an einem Bewegungsmangel liegen, an einem Ernährungsmangel, an einem psychischen Konflikt, an einem Adrenalinmangel. Du könntest von Strahlung geschädigt sein oder es gibt wahrscheinlich 100.000 verschiedene Mischungen, die dann den Krebs verursachen. Das heißt, du musst für dich selber herausfinden, woran liegt es, dass ich Krebs habe. Bei manchen Menschen sind es die Amalgamfüllungen in den Wurzeln oder es sind wurzelbehandelte Zähne, die einfach alles so entzündet sind, dass sie die Meridiane, die mit den Organen der Zähne verbunden sind, schädigen. Das heißt, fang einmal irgendwo an. Wie ich gesagt habe, am besten wäre eine Darmsanierung. Vielleicht Kaffeeeinläufe habe ich selber nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil es einfach nicht so meins ist. Ich habe geschaut, ob es auch ohne geht. Es hat funktioniert, dafür bin ich echt dankbar. Bei manchen Menschen liegt es aber genau am Darm zum Beispiel, weil der so verschlackt ist, dass er keine Nährstoffe mehr aufnehmen kann oder er zu viel Speisen, die vergiftet sind mit Pestiziden oder Aspartam und ähnliches zu sich nimmt. Ich würde anfangen bei einer Darmsanierung. Du kannst dein lymphisches System entschlacken, das ist sehr wichtig, die Lymphen. Und das lymphische System ist angelegt wie ein kleiner Bach, das heißt, du hast immer Bach, Teich, Bach, Teich, Bach, Teich. Irgendwann verstopfen die kleinen Teiche und es geht nichts mehr weiter. Das lymphische System umfasst viel Flüssigkeit in deinem Körper, hat aber kein eigenes Herz, das die Lymphen durchpumpt. Das heißt, dein Körper ist darauf angewiesen, dass du aerobes Training machst, was da heißt Laufen, Schwimmen, Boxen. Oder wer nicht mehr laufen kann, weil er körperlich Schmerzen hat oder irgendetwas anderes, zum Beispiel maschinelle Lymphdrainagen. Oder man stellt sich aufs Mini-Trampolin 3x10 Minuten am Tag. Das ist super, es reicht, wenn du einfach so ein bisschen wippst. Ich werde euch das in einem Video mal vorzeigen, so habe ich gemacht. 3x am Tag 10 Minuten Mini-Trampolin hilft deine Lymphen endlich zu entgiften. Maschinelle Lymphdrainagen sind teuer, gibt aber auch schon einige Studios, die das Ganze zu einem Pauschalpreis anbieten. Da hast du einen Unterdruck und eine Balancerhose, die sich aufblasst und dich durchmassiert. Lymphen sind eine der Hauptgründe, warum du Krebs bekommst, wegen deinem Bewegungsmangel. Das heißt, entschlacken, entgiften, Lymphen befreien durch aerobe Bewegung deines Körpers oder entsprechende Massagen, Basenpulver und bittere Aprikosenkerne, wie schon im Vorvideo erwähnt. Ich werde noch viel weiter und noch viel genauer darauf eingehen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich sage es immer wieder gerne. Ich freue mich schon sehr auf die nächsten Videos.